So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es mal wieder weiter mit dem Lamborghini. Tom ist auch schon wieder am Start, weil heute wird wieder ein bisschen geschweißt. Ich habe noch keine Ahnung, wie weit wir in diesem Video kommen, aber da wir so lange an diesem Projekt jetzt schon sind, dachte ich mir, wir werden das auf jeden Fall weiter so detailreich begleiten und einfach so ein bisschen zeigen, was wir da eigentlich so machen. Ja. So wie wir im letzten Video schon gezeigt haben, dass wir auch viel unnötig und unnötig machen, werden wir trotzdem so weitermachen. Ja, unsere Gedankengänge. Wir haben das letzte Mal dieses Rohr nochmal einmal komplett neu gebaut, was auf jeden Fall auch goldrichtig war, weil, wie ihr seht, geht das schon so langsam in die richtige Richtung. Genau. Das heißt, wir haben jetzt in dem Fall versucht, das Ganze ein bisschen symmetrischer zu bauen. Das heißt, jeder Bogen, der hier ist, hat genau 30 Grad, dass einfach es schöner aussieht. Ja. Und wir wollen passend dazu die andere Seite genauso bauen. Deswegen ist es einfacher. Da ist es natürlich einfacher, wenn wir jetzt wieder nur 30 Grad Stücke nehmen, die geraden Stücken ausmessen, wie lang die sind und es gleich machen und dann die Seite anders bauen. Jetzt das große Problem, wie baut man... Ich dachte gleich bauen. Gleich bauen, habe ich gerade anders gesagt? Ja, du hast gesagt, um die Seite anders bauen. Nein, wir wollen sie natürlich gleich bauen. Das große Problem natürlich, wie baut man sie genau gleich? Wir haben uns dazu entschieden, diesmal oben anzufangen. Einfach weil das erste Stück bis hierhin definitiv genau identisch sein wird. Der Turbolader sitzt ja aber bekanntlichermaßen ein bisschen außermittig im Verhältnis zum Motor. Deswegen wird das Stück ein bisschen anders sein. Das heißt, das passen wir als letztes an. Das ist noch nicht durchgeschweißt, weil wir uns noch nicht ganz sicher sind, was am Ende damit passiert. Aber wir brauchen auf jeden Fall, egal in welche Richtung es geht, erstmal eine Form bzw. einen Rohrverlauf und so weiter. Ja. Dann gab es tierisch Diskussionen darüber, ob wir das Ganze in der Mitte verbinden sollten oder nicht. Ich habe nochmal mit den Jungs von TTE gesprochen, die ja auch diese Turbolader gebaut haben. Die sagen, definitiv verbinden. Es kann zwar sein, dass es akustisch zu Geräuschen kommt, die positiv als auch negativ sein können. Ja, überall, wo eine Kante ist, kann natürlich Verwirrung sein. Genau. Oder eine Strömung entstehen, die halt einfach in dem Moment Geräusche macht. So laut? Weiß man nicht. Kann sein. Okay. So, das Gute ist, zumachen kann man es immer noch. Ja. Das heißt, wir haben jetzt von oben schon mal wieder so weit gebaut und müssen jetzt hier weiterbauen. Jetzt ist die Frage, das ist ja unsere Mitte, unser Klingeldraht. Wie kriegen wir das Ganze hin? Ich würde sagen, wir bauen die Seite jetzt symmetrisch dazu. Mhm. Wenn wir die Seite symmetrisch fertig haben, müssen wir grob anzeichnen, wo hier geflext werden muss. Ja. Dann müssen wir so ganz vorsichtig eine Scheibe von wegschneiden und dann müssen wir das alles auf unserem Bandschleifer machen. Bin ich mal gespannt. Oder wie wir das machen? Ja, schon so. Also dann kann man wirklich nur stückchenweise ranhalten, bis es irgendwann passt. Ne? Ja. So, ich denke mal, das Ganze werden wir ein bisschen Zeitraffer machen, weil da werden auf jeden Fall einige Schritte passieren, bis es soweit ist. Und bis es passt. Bis es passt. Aber mal gucken. Ansaugung haben wir soweit schon mal ready. Das heißt einfach nur 114er Bogen, reduziere auf 100. Und das Ganze kann jetzt weitergehen. Da werden sich auch einige fragen, wie wir das machen. Ich kann so viel verraten, es geht am Ende nach links und rechts. Das können wir allerdings jetzt gerade noch nicht zu Ende bauen, weil dafür muss links, rechts Tank drin sein, weil da sitzen noch die Benzinfilter und so weiter. Es wird auf jeden Fall seitlich ins Radhaus gehen. Und dann als nächstes müssen wir uns um Thematik Wastegate kümmern. Ja. Aber ich würde gerne einfach erstmal dieses Rohrkonstrukt fertig haben, damit man dann Wastegate-Auspuff, da kommen wir dann nämlich endlich zu unserem Titan. Müssen wir vielleicht Igor noch mal ins Spiel holen, aber mal gucken. Kannst du keinen Titan schweißen? Hast du schon mal Titan geschweißt? Ja, mal probiert, ne? Aber jetzt noch nicht einen Abgasanlage gebaut. Ist ja auch bei Titan so, dass das nicht gerade so das günstigste Material ist. Nee, deswegen kannst du nicht einfach rumprobieren. Das heißt, da können wir nicht mal eben drei Bögen zerschneiden und nochmal wieder neu machen. Ne? Das stimmt. So, da scheitert es aktuell aber auch noch an den Ringen, die an das Gehäuse vom Turbolader kommen. Die brauchen wir logischerweise in Titan, wenn wir den Auspuff in Titan bauen. Ja, ich würde sagen, wir halten uns das mal so zurecht, punkten das auch alles. Wenn wir beide Seiten fertig haben, fangen wir an, das langsam runter zu schneiden. Ja. Und Action.
Ja, das war jetzt doch wieder ganz schön Action, wie ihr gerade im Zeitraffer gesehen habt, bis das Ganze so passt, ne? Ja. Man musste wirklich ja, das Ganze stückchenweise immer runterschleifen, bis man dann irgendwann die Mitte so ungefähr gefunden hatte, ne? Ja. So, wir haben natürlich mit Absicht bisher alle ganzen Teile noch nicht geschweißt, weil bei dem Schweißen von dem mittleren Teil hat sich natürlich alles nochmal wieder ein bisschen verzogen. Geht einfach nicht bei diesem anderen fetten Spalter in der Mitte, ne? Das heißt, wir werden jetzt Stück für Stück von der Mitte nach außen hin alles durchschweißen und halt auch jedes Mal wirklich Rohr abnehmen. Also als allererstes jetzt die Stücke wieder abnehmen, dass wir hier drin alles nochmal einmal wieder schön schleifen können. Mhm. Dann dementsprechend hier anfangen zu schleifen und Stückchen schweißen und stückchenweise bis zum Ende durcharbeiten. Ne? So, aber ansonsten würde ich sagen, das war auf jeden Fall goldrichtig, das nochmal zu machen, weil jetzt so in symmetrisch sieht das schon wirklich, wirklich geil aus. Ist geil, ja. Sieht chappig aus, ne? Ja. Lambo-gerecht. Nur Billet wäre schöner. Ja, mal gucken, was da so kommt. Nee, wenn man jetzt so von hinten drauf guckt, so mit diesem X. Lass mich mal von hinten drauf gucken. So mit dem X sieht das schon. Kann man da mit unserem wunderschönen Besenstiel, der ja mittlerweile schon fast Pflicht an diesem Auto geworden ist, den kann man fast sogar lassen. Nein, so mit direkt auf 89 gehen, so ein 89er Rohr hier durch, das ist einfach, so muss das, ne? Ja. Irgendwie cool. Dass man es jetzt auch noch in einem Stück abnehmen kann, ist auch geil, ist auch praktisch. Ja. Ich denke, genau so. Muss das sein. Muss das sein. Wie lange hat das jetzt gedauert, bis man zu diesem Ergebnis gekommen ist? Gute Frage. Also ich würde tippen, wir haben zu zweit bestimmt jeder 20 Stunden. Mhm. Minimum, ne? Ja. Denke ich mal, ne? Und da sind was die rechnet ersten man das alte also, ein? Ich weiß, das Zeitraffer, was ihr gerade gesehen habt, das waren ungekürzt 7 Stunden. Ungefähr. Okay. Also nur das eben gerade waren schon 7 Stunden. Klar, da ist mal ein bisschen Essen und so weiter auch noch mit zwischendrin immer. Aber das ist schon richtig. Jeder, der sowas baut, weiß es schon. Und jetzt kommt ja noch der aufwendige Teil. Wirklich schweißen, schleifen, schweißen, schleifen. Ja. Da werden noch mal ein paar Stunden reingehen. Ne? Einige. Deswegen. Also da sage ich, bis das komplett fertig durchgeschweißt ist, nochmal 3-5 Stunden bestimmt, ne? Ja, ja. So, ein Problem jetzt gerade ist, diese Abdeckung passt jetzt natürlich nur noch teilweise. So, die liegt jetzt hier natürlich volles Ballett auf. Was allerdings ganz cool ist, ist die Mitte vom X wird später auch genau die Höhe von der Abdeckung sein. Da habe ich ja noch so einen kleinen Wunschschraum, mal gucken, ob Artyom mir den erfüllen kann. Ich würde jetzt gerne diese Rippe wegnehmen und würde in diese Rippe wie so eine Rundung einarbeiten. Mhm. Weißt du, dass das Carbon so ein bisschen hochkommt und mehr oder weniger nochmal vor dem Alu steht. Ne? Das wär geil. Mein Traum noch zu der Abdeckung. Aber das ist der nächste Step. Erstmal ist auf jeden Fall cool, dass das jetzt auch so einigermaßen in die letzte Richtung geht. Das heißt, als nächstes durchschweißen, ansaugen, sagte ich ja schon, machen wir später. Thema Leitungsbau war bei Limo immer eine Riesensache. Hier ist allerdings so viel Platz für Ölzulauf, Ölrücklauf und Wasser und so weiter, das sehe ich hier als am unkritischsten. Ne? Das kannst du da einfach so durchverlegen. Ne? Ja. So, das heißt, die nächste Thematik, die wir jetzt angehen müssen, ist Thema Wastegate. Ja. So, da kommen zwei von diesen männlichen 60 mm Wastegates rein. Wir hatten ja kurzzeitig überlegt, ob eins, einfach nur so hier in der Mitte. Nein. Sind dann aber relativ schnell, relativ schnell zu dem Ergebnis gekommen, dass es zwei werden müssen. Das heißt, wir werden hier eins hinsetzen. Ja. So, irgendwie müssen die ja da noch rein. Ja. Hat doch irgendwie was so mit dem Schwarz zueinander, ne? Mhm. So, müssen jetzt noch zwei Wastegates rein, dann führen wir den Auspuff hier in der Mitte zusammen. Boah, das ist schon wieder Kopfschmerzen. Weil das wird auch schon wieder so eine Stückelei alles, ne? Ja, lohnt sich. Mhm. Dann müssen wir uns noch überlegen, wo wir mit den Wastegates in den Krümmer reingehen. Ob man eher hier reingeht, eher weiter nach vorne geht. Ich finde mal symmetrisch, hätte ich es gerne. Müssen wir auch rausnehmen im Tank. Stimmt, hast du recht. Das heißt, wir können gar nicht so weit nach vorne gehen. Ja. Und das wird auch ein ganz gutes Rohr, ne? Weil das sind 60 mm. Das heißt, dann müssen wir 60, 63, 5, dann müssen wir ein 60er Rohr langlegen. Ja. Mhm.
Und dann müssen wir uns am Ende ja noch final überlegen, was wir mit den ganzen, René läuft schon über die 60 mm rum, ja, oder? Dann müssen wir uns noch überlegen, was wir am Ende ja optisch mit dem Ganzen so machen. Ne? Ja. Heißt, irgendwas muss ja mit der Ansaugbrücke noch passieren, die kann ja nicht so Alu-Natur bleiben. Nee, ich finde das voll sexy. Ja, das Problem ist, dass Alu korrodiert. Das, ja, aber kann man nicht so eine Art Klarlach drüber machen? Ja, klar, das kann man machen. Aber irgendwas muss halt definitiv rüber, sonst wird das relativ schnell relativ räudig aussehen. Ich will verstehen, wenn er mich blockiert, wenn ich jetzt Pulver. So. Mich würde mal interessieren, was die Leute dazu sagen, was die machen würden. Ja, das am allergeilsten wäre natürlich zum Beispiel die Brücke auch so schwarz zu eluxieren. Mhm. Geht aber alles gar nicht mehr, weil jetzt ja schon fest das Kühlnetz mit eingeschweißt ist. Das heißt, es kommt eigentlich nur noch in Frage Lackieren, heißt jetzt nicht in Farbe, sondern halt Klarlack rüber. So, ne? So, die Drosselklappen, die werden auf jeden Fall schwarz. Ich denke mal, hier kommt nur Klarlack drauf. Genau. Und den restlichen Teil mal gucken. Wieder eine Baustelle weniger. Schritt für Schritt zum Turbolader-Kit. Und Auspuff wird geil. Wir machen jetzt erstmal Wastegate. Und dann geht es nämlich los mit Titan-Auspuff. Und da gehen wir auf jeden Fall nochmal intensiv auf Thema Schweißen und so weiter ein. Ne? Versuchen wir es. Muss vielleicht Igor nochmal vorbeikommen. Ja. Und nochmal seine Titan-Schweißkütze zeigen. Ja, nee, cool. So viel dazu. Wir machen jetzt hier erstmal weiter, das brauchen wir euch nicht zeigen, weil das ist nicht so interessant, wie wir das jetzt hier schweißen und schleifen. Nee. Aber wir melden uns zurück, wenn es zum Thema Wastegate losgeht. Ciao.